So, da haben wir es. Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Die Woche ist gespickt noch mit ein paar wichtigen Nachrichten. Am Freitag die Non-Farm Payrolls, am Donnerstag die Europäische Zentralbank, übrigens am Donnerstag auch die Notenbank-Sitzung in Großbritannien. Dort wird eine Zinserhöhung um weitere 25 Basispunkte erwartet, einfach weil es nötig ist, der Inflation Einhalt zu gebieten. Und damit geht die britische Notenbank in der Pace sogar etwas voran, verglichen mit der US-Notenbank. Die kommt ja sozusagen erst im März wieder zusammen. Zum Thema Zinserhöhung, da ist in Großbritannien die Uhr schon umgestellt, der Schalter umgelegt, dort sind wir mittlerweile im Zinserhöhungsmodus auch mit drin. Und ja, wir wissen alle selbst, was an den Märkten passiert, wenn Events vorwegstehen. Es gibt Einpreisungsprozesse, meistens vorher und danach gibt es die Marktreaktion. Und das ist etwas, was wir momentan so ein bisschen zum Beispiel mit Blick in das Währungspaar Euro-US-Dollar sehen. Da sehen wir eine kleine Mini-Rallye. Deswegen haben wir heute den Fokus auch ein bisschen auf Euro-US-Dollar gesetzt. Das heißt, hier haben wir das Thema Erholungsrallye vor der EZB am Donnerstag. Es bleibt spannend, was dort passiert. Der Markt ist auf alle Fälle charttechnisch heftig unter Druck geraten in der letzten Woche. Wir haben ein neues Jahrestief geschrieben, ein neues Trendtief sozusagen. Und ja, dann haben wir entsprechend dort jetzt mal eine Gegenbewegung gesehen. Und zum Thema Gegenbewegung, ja, das ist etwas, da haben wir lange drauf gewartet. Ich habe das gestern bereits avisiert in meiner Sendung im US Opening Call. Ich bin inzwischen auch auf den Zug aufgesprungen. Thema Erholungsrallye an den US-Märkten. Oho, da ist einiges an Potenzial vorhanden zur Oberseite. Aber Leute, vergesst bitte eines nicht. Es ist eine Erholungsrallye in übergeordneten Abwärtsphasen, ja, bitte das immer auf der Uhr behalten. Das heißt, im S&P 500 zum Beispiel oder auch im Nasdaq, der Nasdaq gestern, der Handelstag, ich habe gar nicht gezählt, seit wann es solche Handelstage auf der positiven Seite das letzte Mal gab, aber ist schon eine ganze Weile her, so richtig genau kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das war schon heftig, was da gestern abging. Und das hat zum Teil natürlich damit zu tun, dass der Markt extrem ausgebombt ist. Und irgendwann sind halt keine Verkäufer mehr da. Und das hat natürlich dann sozusagen im Endergebnis die Situation, dass wenn dann Käufer in den Markt kommen, dass dann so Umwälzungsprozesse auch stattfinden können, die dann entsprechend hier an dieser Tatsache Erholungsrallyes einleiten. Dazu kommt dann auch noch die Tatsache, dass der Markt so extrem abverkauft ist, also in extrem überverkauften Situationen auch. Da gibt es auch Indikatoren, die sowas anzeigen. Dann kommt halt irgendwann die Gegenbewegung. Und wenn wir dann in eine Gegenbewegung reinlaufen, wo dann auch noch die Shortseller Stück für Stück in Zugzwang kommen, ihre Positionen schließen zu müssen, dann haben wir so eine Spirale, die sich durchaus noch ein bisschen in die Oberseite reinlaufen lassen kann. Wir schauen nachher gleich mal noch auf die Indizes, wo wir Potenzial zur Oberseite haben. Vielleicht möchte der ein oder andere bei einem Zwischenhalt noch auf den fahrenden Zug mit aufspringen oder auf den losgefahrenen Zug, macht sich bei einem Zwischenhalt, also der Handel mit Korrekturen, natürlich deutlich besser, deutlich entspannter, weil man da auch ganz saubere Absicherungslevels hat. Das schauen wir uns nachher sehr gerne an. Also, das sind mal so die groben Themen für die heutige Sendung und zeigt uns mal wieder, dass wir die Märkte auch durchaus auf der Long-Seite bei den Indizes traden können. Man muss halt einfach nur versuchen, die richtigen, sag ich mal, Stellen auch abzupassen. Aber wie schon gesagt, dazu gleich mehr in den entsprechenden Charts. So, ich check gleich mal noch ab, was wir hier in den Chats haben. Facebook läuft, sehr schön. Zoom läuft auch schon. Guten Morgen. Ach, und da haben wir ja schon. Die Korrektur in den Indizes scheint schon wieder vorbei zu sein. War wohl nur ein Fake nach unten. Jetzt sind viele Shorts. Die Korrektur bei den US-Indizes läuft nach oben. Wir haben übergeordnete Abwärtstrends. Also das Thema,
dass wir jetzt gleich wieder in Aufwärtstrends reinlaufen, das sehe ich noch nicht so. Mir wird es nicht wehtun, weil ich ein privater Händler bin, genauso wie alle anderen, die hier zuschauen. Wir sind die meisten wahrscheinlich, wir sind extrem flexibel. Wir können mit einem Fingerschnips in den Markt rein und mit dem nächsten Fingerschnips aus dem Markt wieder raus. Das ist ja wirklich das sehr, sehr Schöne. Aber ich sage es nochmal. Wir sind im übergeordneten Bild immer noch im Abwärtsdruck. Wir haben in Teilen sogar Bärenmärkte in den USA. Schaut euch nur mal den Russell 2000 zum Beispiel an. Oder wer es mag, mal den ein oder anderen Einzelwert bei den Nebenwerten in den USA. Einfach mal in den Russell reinschauen. Da seht ihr, was dort los ist. Und wir sind meilenweit von Bullenmärkten entfernt. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein. Es ist ein bisschen früh. Ich habe den letzten Long-Einstieg im ES, habe ich auch getradet, der wurde direkt wieder abverkauft. Man muss halt immer mal probieren, gerade wenn man die Ranges unten hat, den Ausbruch nach oben zu traden, wenn man das systematisch bzw. ein Handelssystem dafür hat, dass das funktioniert mit enger Absicherung. Sonst gibt es einfach so heftig eins auf die Nase, das möchte man nicht haben. Und das muss stehen. Wie schon gesagt, ich gehe gerne darauf ein. Fragt mich auch ruhig dazu, wie wir sowas rangehen. Aber wie schon gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass der Markt nach unten jetzt schon vorbei ist. Ich kann das auch begründen. Ja? Das habe ich ja auch schon mal gesagt. Nur eine Meinung zu haben oder eine Vermutung zu haben, ist an der Börse meistens ziemlich schlecht und führt nicht selten dazu, dass man doch deutlich nach unten geht. Der Grund, warum ich davon ausgehe, dass wir, sag ich mal, nicht einfach so jetzt wieder in die Aufwärtstrend reingehen, hat mit der Fed zu tun, mit den Zinsanhebungen der Zentralbank. Wir haben das ja gehört, was alles so rumschwirrt, ja. 3 Zinserhöhungen waren es zuerst, jetzt sind es 4, wahrscheinlich aber auch 5. Dann ein Kommentar, ja, vielleicht auch in jeder Zinssitzung noch in diesem Jahr. Da ist eine Menge, sag ich mal, Sprengstoff drinnen, was durchaus heftige Nebenwirkungen für die Märkte haben kann, bis hin zu der Tatsache, dass wir in inverse Zinskurven reinlaufen und dann vielleicht eine Rezession vor der Tür steht. Also all das schwirrt momentan rum. Das ist ein riesengroßer Findungsprozess und der ist auch nicht von einem auf den anderen Tag vorüber. Der große Vorteil ist jetzt, durch die Kursrückgänge sind natürlich die Bewertungsniveaus in Teilen auch schon wieder deutlich nach unten gekommen, sodass vielleicht der ein oder andere institutionelle Anleger der institutionelle Händler sagt, ja, jetzt sind schon wieder Zeiten da, wo man wieder kaufen kann, weil die Relationen zu den Gewinnzielen wieder passen. Und wenn dann auch noch Ergebnisse geliefert werden, die passen, dann untermauert das Bild. Aber wie schon gesagt, das ist alles noch Vermutung. Ich bin weiter mit gebremstem Schaum unterwegs, auch wenn ich mich natürlich freue, dass im Portfolio das Handelsjahr für mich gut angefangen hat. Aber es ist so, man muss schon genau hinschauen. Das zu diesem Thema. Also kurz die Worte dazu. So, bevor wir jetzt in die Charts reingehen, natürlich vorab der Blick in den Risikohinweis und in die Nachrichtenlage hier an dieser Stelle. Das heißt, ich bitte wie immer, das, was hier gleich geschrieben steht, in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen, CFDs und Futures auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit kommen wir so ein bisschen noch zu den Tagesnachrichten für den heutigen Tag. Das heißt an dieser Stelle, was haben wir auf der Agenda? Auf der Agenda steht für den heutigen Tag das Thema Einzelhandelsumsätze bei uns in Deutschland. Da haben wir, ich muss mal kurz rüber auf den Monitor schielen, die haben wir schon bekommen um 8 Uhr. Für den Dezember war ein bisschen enttäuschend. Das Thema ist durch mit minus 5,5%. Im Vormittag gibt es ein paar Wirtschaftszahlen aus Europa. Fangen wir an, kurz vor 10, 9.55 Uhr gibt es den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Dann gibt es die Arbeitslosenzahlen bei uns in Deutschland auch um 5 vor 10. Um 10 Uhr gibt es das Ganze dann für die Eurozone. Warum sage ich das an dieser Stelle? Ganz einfach auf dem Grund, weil wir hier an dieser Stelle die Zentralbank auch sitzen haben und natürlich auch für die Europäische Zentralbank das Thema solider Arbeitsmarkt sehr, sehr wichtig ist. Deswegen sind die Zahlen, die wir dort bekommen, schon eine wichtige Sache auch für die Sitzung der Zentralbank hier in Europa. Am Donnerstag um 16 Uhr aus den USA gibt es dann den ISM-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe, die JOLTS-Stellenangebote, und am Abend dann um 22.30 Uhr ist es, da bekommen
bekommen wir Einblick in den API-Rohöl-Lagerbestand. Das sind mal die Tagesnachrichten für heute, die wir auf der Agenda stehen haben. Und damit schalten wir jetzt mal rum in die Charts. Das heißt, hier an dieser Stelle mache ich direkt auf den Stereo Trader, das heißt den Metatrader in Zusammenarbeit mit dem Stereo Trader. Das kommt jetzt rüber. Hier sehen wir den S&P 500, das hatte ich ja schon mal avisiert. Da haben wir auch in der Future-Sendung drüber gesprochen. Und hier an dieser Stelle möchte ich das einfach mal offen zeigen, was hier läuft an dieser Stelle. Wie schon gesagt, wichtig, um mal kurz die Indizes in den USA zu beleuchten. Wichtig ist an dieser Sache eines. Ich gehe mal ganz kurz in den großen Zeitrahmen rein. Und zwar, ich gehe mal auf den Wochenchart im S&P 500. Und im S&P 500, deswegen von meiner Seite her die Situation, die wir hier geschrieben bekommen, mit dem Thema auch Fake-Out, das heißt ein Fake-Ausbruch nach unten hinweg gesehen. Wir haben jetzt hier einen Wochenchart und ich möchte hier mal anhand von Fakten begründen, warum ich etwas mit gebremstem Schaum noch unterwegs bin an dieser Stelle. Das liegt daran, dass wir den Wochenchart an dieser Stelle gebrochen haben, die Aufwärtsphase. Ne? Also spätestens, Moment, ich gehe mal kurz ins Zeichentool rein, weil die untergeordneten Zeiträume, die können den einen oder anderen etwas verwirren. Die Linien muss ich leider drinnen lassen. Aber nichtsdestotrotz, wir können hier über die wichtigen Sachen sprechen. Und die wichtigen Sachen, ich zeichne jetzt mal nicht den ganzen Trend, sondern ich gehe einfach mal hier in das letzte Trendgeschehen hier mit rein. Und wir sehen hier eines ganz, ganz wichtig oder eines ganz wichtiger Natur. Wir sind hier in diesem Bereich um die Marke von 4.500 Zählern unter die Zwischentiefs drunter gerutscht. Das heißt, wir haben mal die Zwischentiefs vom Aufwärtstrend der Woche unten rausgenommen. Das heißt, heftiger Abgabedruck. Wir wissen auch selbst das Thema 200er Taglinie im S&P 500. Da sind wir jetzt wieder dran. Ja? Jetzt ist halt natürlich die Frage, schafft es der Markt, sich drüber zu stabilisieren oder nicht? Das wäre mal ein erstes Indiz dafür, dass wir durchaus nach oben laufen könnten. Aber es gibt in diesem Chart schon noch ein paar Dinge, wo ich sage, deswegen bin ich mit gebremstem Schaum unterwegs und ich weiß ganz genau, dass der Trade, den ich jetzt hier im S&P 500 laufen habe, alles andere als ein Trade in Richtung einer übergeordneten Long-Situation ist. Denn wir sind unten drunter gerutscht und wir sind nicht nur unter wichtige Trendtiefs hier auf der Woche gerutscht, sondern wir sind auch unter die nächsten Trendtiefs hier unten drunter gerutscht, ja, und haben erst hier unten in diesem Ausbruchslevel, was wir hier drüben gesehen haben, wann war denn das gewesen? Im April 2000, April, Mai, diese Region hier, April, Mai, Juni, dieses Kauflevel hier, erst da sind wir, wo wir reingelupft sind, in eine Aufwärtsbewegung gekommen. Das war das bullische Kaufsignal auf der Woche. So, das ist mal der Punkt. Aber ich weiß auch sehr genau, dass hier entweder ein Aufschub nach oben kommen kann und wenn es dynamisch kommt, wäre das very nice. Aber ein starker Schub nach oben, selbst wenn es Richtung Allzeithochs laufen sollte, bringt immer noch keinen neuen Aufwärtstrend mit rein. Dann haben wir immer nur den Schub und das ist ein bisschen problematisch. Und das Risiko, was wir jetzt in diesem Markt haben, ist halt, dass wir jetzt eine Erholung bekommen, aus jetziger Sicht in den Bereich von 4.600 Punkten rein. Ich zeige auch gleich im Stundenchart, warum wir dann wieder Umkehrsignale bekommen und es dann erstmal wieder ein Stück bergab geht. Und die Gefahr ist halt, dass wir auch auf Wochenbasis einen Abwärtstrend bekommen, der dann noch deutlich tiefer laufen kann. Dann reden wir nämlich irgendwann über den Bereich 3.600 Punkte. Wenn es schlimmer kommt, sogar noch deutlich tiefer hier unten in diesem Ausbruchlevel, was wir hier liegen haben. Also hier dieser Bereich, als wir hier drüber gelaufen haben. Also 3.600 Punkte, 3.500, 3.600, dieser Schwungbereich hier, der ist durchaus drin, beziehungsweise man kann das sogar noch ein Stückchen tiefer ziehen. Also die Kuh ist mal in meinen Augen noch nicht vom Eis, aber nichtsdestotrotz, wir sind ja als private Traderinnen und Trader in der Lage, ordentlich kurzfristig zu traden. Und das machen wir, indem wir uns ganz einfach mal das anschauen, was wir hier an dieser Stelle haben. Und alleine schon mit Blick in den Tageschart sehen wir halt auch schon,
dass wir hier an dieser Stelle, Moment, hier im Lower Timeframe, schaut mal, dass wir hier in diesem Bereich, wartet mal, lasst mich das mal kurz runterziehen hier, dass wir hier in diesem Bereich schon relativ wackelig sind. Ne? Wir haben hier oben ein kleines Trendfortsetzung, wartet, das wollte ich nicht, sorry dafür. So, also, wir haben hier oben in diesem Bereich ein kleines Trendfortsetzungslevel, ne? Das ist hier etwas über 4612, das ist so ein bisschen meine Orientierung für die Oberseite mit diesem Schub nach unten, denn auch hier haben wir das schon mal gehabt, Rutsch nach unten, schöne Gegenbewegung, ja, bis an ein wichtiges Level rein, hier oben 4700 knapp 50 Punkte und dann Kaboom. Und das Kaboom hat dann dafür gesorgt, dass wir den Abwärtstrend hier in die Tagesbasis auch reinbekommen. Ja. Das heißt, das ist genau das Szenario, was ich gerade auch auf der Woche geschrieben hatte. Ein Rutsch nach unten, der hier, gelb ist ein bisschen schlecht zu sehen, glaube ich, ein Rutsch nach unten, der hier zumindest kurzfristig wichtige Lows unterschritten haben, dann eine kräftige Aufholbewegung und zwar in den Bereich oder an den Bereich ran oben, wo der Ausbruch kam und dann kam der heftige Schub zur Unterseite, ja? Und der ist untergeordnet halt auch trendig verlaufen. Das ist jetzt die Gefahr, die hier besteht im großen Bild, im S&P 500, aber genauso auch im Nasdaq. Natürlich haben wir jetzt untergeordnet die Rallye-Chancen auch am Laufen. Und da gehen wir gleich mal in den Stundenchart mit rein. Ja, ich hatte das ja auch gesagt, ich bin hier schon mal in die Long-Bewegung reingegangen. Warum habe ich das gemacht? Das war mein allererstes Kaufsignal, was ich bekommen habe. Und zwar kam das aus dieser Sequenz heraus. Wir hatten hier bei 4.434 das Zwischenhoch des Abwärtstrends. Da sind wir hier drüber gelaufen. Also von der klassischen Grundsequenz her sind wir da mehr oder weniger hier oben drüber gelaufen. Wartet mal hier die Bewegung nach oben rein. Dann gab es die Korrektur und dann haben wir den Schub oben drüber gemacht. Und diesen Schub oben drüber, das war meine initiale Trade-Sequenz. Das habe ich auch getradet. Natürlich enges Stopp-Level. Hat sich erledigt, ne? Und tschüss, Seide. Schöner Fake-Ausbruch. Aber gut, das gehört dazu. Deswegen muss man sich halt absichern. Und jetzt haben wir hier den zweiten Versuch. Und ich muss ehrlich gestehen, ich war gestern so ein kleines bisschen am Zweifeln, als ich das Ganze gesehen habe, ob ich in die Long-Situation reingehen soll oder nicht. Warum war ich ein bisschen am Zweifeln? Weil wir hier halt auch hier so Stück für Stück nach oben gelaufen sind, hier oben ran. Dann oben rauf und dann noch mal kurz drunter gelupft sind. Aber ich habe mir gesagt, in dem Moment, okay, die Situation, die wir hier gestern hatten, war nicht die gleiche wie die wir beim letzten Mal dort oben hatten. Die sah schon ein bisschen anders aus, denn hier sind wir mit einem Spike hochgelaufen, dann runter und dann sozusagen noch mal hoch, dann komplett wieder abverkauft. Hier haben wir so ein bisschen Reintrenden und so einen Trampolineffekt hier oben. Und wir haben halt hier unten auch den Auffangbereich gehabt. Und ich habe mir halt gesagt, hey Guy, du hast hier oben quasi die Außenkerze. Wir sind hier oben reingelaufen in diesem Bereich. Und solange, wie du jetzt zwar hier drunter rutscht, aber wir direkt nach oben laufen mit einer schönen bullischen Kerze, nutzt die Chance einfach. Und das Schöne an dieser Stelle war ja an diesem Punkt auch, wir hatten wieder ein sauberes Absicherungslevel. Ne? Das heißt hier unten diesen Bereich, diesen Zwischentiefbereich, der war ja ganz klar da, da hatten wir eine saubere Absicherungslevel, also auch wieder die Marke von 4.400 Punkten, ein bisschen drunter. Das war das wichtige Drehlevel, that's it. Und so ist das Handelssetup entstanden. Wie schon gesagt, das habe ich gestern in der Future Session miteinander besprochen. Mittlerweile habe ich aus Risikogründen den Stopp auf Break-Even gezogen, aber die Rallye nach oben hat noch weiteres Potenzial. Wo kann es hingehen? Natürlich ganz klar in die oberen Regionen rein, mit Blick auf den Nasdaq. Die nächsten Kursziele stehen ganz klar. Wenn wir hier tatsächlich es schaffen, die 4.510 Punkte hier oben nachhaltig zu überschießen und auch hier dieses kleine Verkaufslevel rauszunehmen, wobei das hat jetzt nicht die großen Relevanzen, dann können wir uns ein Stück weit nach oben hin orientieren. Und hier sehen wir das, was ich gerade auch im Tageschart mit avisiert habe. Das hier oben ist zunächst einmal der Zielbereich, 4.600 Punkte. Warum? Das ist jetzt einfach die Luft, die wir nach oben haben, wo wir durchaus raufdrehen können, wenn der Markt weiter bullisch bleibt. Und das ist das Interessante,
Und das ist der nächste größere Widerstand, den wir hier sehen. Deswegen wäre das mal das erste Kursziel. Wie schon gesagt, das Kaufsignal, die Fortsetzung dieses Trends gibt es hier dann, wenn wir oben drüber laufen. Das heißt, hier über das kleine Zwischenhoch hier oben laufen, 4516 Punkte sind das Ganze. Das wäre Trendfortsetzung in die Oberseite rein mit Ziel 4600 Punkte. Also das wäre mal der Punkt im S&P 500. So, für all diejenigen, die ein bisschen Bums haben wollen, bitte mal auf den Nasdaq schauen. Ich gehe mal ganz kurz auf die Tageskerze vom Nasdaq, nur dass sich jeder mal ein bisschen freuen kann. Wer es noch nicht mitbekommen hat, schaut euch mal die Tageskerze von gestern an. Man muss schon eine Weile suchen, bis man solche Tage findet. Hier mit Blick auf den Nasdaq, den letzten Tag, den wir hier auf der Long-Seite hatten, das war gewesen am 7.12., ein Tag nach Nikolaus, gab es mal so einen schönen Rallye-Tag zur Oberseite rauf. Also das auch sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant zu sehen. Und auch hier bitte im Nasdaq nicht vergessen, wir sind in einem Abwärtstrend und dieser Abwärtstrend hat weiterhin Bestand. Auch hier mit Blick auf den Nasdaq, ich will das jetzt hier nicht zu ausgedehnt machen, aber oben 15.300 Punkte haben wir mal das nächste Widerstandslevel. Schauen wir uns das Ganze mal kurz an auf Stundenbasis hier an dieser Stelle, dann sehen wir an diesem Punkt natürlich, ne, der Aufwärtstrend, den es hier unten rausgerissen hat. Auch hier sind wir aus dieser Seitwärtsrange entsprechend nach oben hin ausgebrochen und haben es mittlerweile auch geschafft, dieses Zwischenlevel hier, dieses Hoch, also diesen Bereich hier drüben, den wir hier liegen haben, was schon ein klassifizierter Widerstand aus der Abwärtsphase ist. Da hatten wir das Zwischenhoch, da notieren wir momentan oben drüber, der Markt fängt sich oben drüber und wenn wir hier tatsächlich in die Situation reinkommen, dass wir jetzt hier das Zwischenhoch nach oben hin fortsetzen, auch dann haben wir die nächsten Chancen und auch hier im Nasdaq ist zunächst erstmal der Weg oben rein und hier oben bei 15.300 Punkten, da wird die Luft natürlich ein bisschen dünner, weil wir haben hier schon ein paar Level drin, wo wir sehen, da sind die Verkäufer definitiv in den Markt auch reingekommen, aber auch hier Erholungssequenz ist da durchaus, aber auch hier bitte nicht vergessen, wir haben heute die Wirtschaftsdaten, die Einkaufsmanagerdaten aus den USA. Das heißt, hier nochmal ganz kurz um 16 Uhr bekommen wir den Einkaufsmanagerindex fürs verarbeitende Gewerbe und am Freitag die Arbeitslosenzahlen. Die Problematik, die wir jetzt hier haben, ist, was der Markt daraus liest. Schlechte Nachrichten könnten durchaus dafür sorgen, dass der Markt positiv beeinflusst wird. Warum? Weil hier dann eventuell der Markt daraus liest, na gut, vielleicht kann die EZB, nein, nicht die EZB, die Fed hier in den USA ein bisschen weniger aggressiv arbeiten, wenn man merkt, dass diese Zahlen nicht ganz so stark sind, weil das ist dann natürlich auch etwas, das wirkt ein bisschen gegen starke Inflationsanstiege. Und man muss halt auch sehen, dass das Thema Inflation momentan wirklich das ist, was den Markt beherrscht. Und das sind dann entsprechend nach den Inflationszahlen kommt ja dann immer auch die Fed an den Tisch und sagt, wir machen jetzt das und das. Also man läuft der ganzen Geschichte quasi immer etwas hinterher. Aber die Vorläufer sind natürlich solche Zahlen, wie wir sie heute auch bekommen. Und das könnte eventuell den Markt auch ein bisschen beruhigen. Also ne, das bleibt sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Wie schon gesagt, auch im Nasdaq haben wir Luft zur Oberseite rein. So, jetzt gehen wir kurz noch zum DAX und danach gehen wir zu den Währungen, in den Euro, US-Dollar definitiv auch mal rein vor der EZB-Sitzung. Dann haben wir noch eine Frage zum Ethereum. Da schauen wir natürlich auch drauf. Thema Kryptowährung ist auch immer wieder interessant. So, was haben wir jetzt im DAX? Auf alle Fälle mal ein Chart mit verdammt vielen Linien. Ich lösche hier mal ein bisschen was raus, damit wir ein bisschen mehr sehen können und die Linien, die ich dann brauche, legen wir dann einfach wieder rein. So einfach ist das, machen wir. Also DAX, ganz kurz, ja, wird ja immer wieder nachgefragt. Übrigens auch danke für das Feedback hier an dieser Stelle. Wenn man die Feedbacks immer mal liest, das freut mich auch sehr. Also gerne auch in die Aufzeichnung unten drunter mal was reinschauen. Da hatte ich in einem der letzten eine Information. Danke, dass man auch Indizes außerhalb von Deutschland mal bespricht.
Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich richte mich sehr gerne nach den Wunschmärkten. Also wer was hat, einfach reinposten, der wäre ich nicht müde. So, jetzt zurück zum DAX, Thema Wochenchart. Auch hier, letzte Woche, die Umkehrkerze haben wir da liegen. Die ist jetzt da und die Umkehrkerze ist noch nicht bestätigt. Zum Thema Umkehrkerze bestätigt. Ich gehe mal ganz kurz in den Nasdaq rein und gehe mal auf die Wochen, auf die Wochenbasis rauf. Mach das Bild mal ganz kurz in groß, dass wir es sehen können. Schaut mal hier im Nasdaq, das hier war die Umkehrkerze der letzten Woche. Und so sieht eine Bestätigung, eine Umkehrkerze aus. So, jetzt gehen wir zurück in den DAX. Das ist die Umkehrkerze der letzten Woche. Die ist noch nicht bestätigt, weil der Markt halt noch nicht sauber oben drüber gelaufen ist. Aber wir sind jetzt hier live sozusagen am Markt, wie wir versuchen, das Vorwochenhoch zu übertreffen. Also wir laufen jetzt gerade drüber. Für diejenigen, die ein bisschen Adrenalin brauchen, gehen wir mal kurz in die Minute rein. Ja, wir haben es jetzt 9 Uhr, Eröffnungskerze. Ja, das ist etwas, was für viele Traderinnen und Trader den Blutdruck ein bisschen erhöht, wenn wir uns die Kerze mal angucken. Ja, die ist schon heftig. Da ist Bums, da ist Volumen drin, wenn man die so sieht. Mit einer Kerze ist mal alles rausgenommen worden, was wir hier seit, wann war denn das hier drüben gewesen? Was haben wir hier? Die Minutenkerze, genau. Das war hier drüben die Kerze 1.2.9.13 also 8.13 Uhr unserer Zeit. Mit einer Kerze sind mal die letzten 45 Minuten weggeballert worden. Also das ist schon verrückt. Ne? Aber kommen wir mal zurück zum Eigentlichen, was wir haben. Wir sind jetzt endlich über das Vorwochenhoch drüber gelaufen. Und sind jetzt auch dabei, uns an den SMA 200 ranzuarbeiten. Und auch hier mit dem Blick auf den DAX wird es sehr, sehr interessant zu sehen, dass der Markt tatsächlich eine Reaktion hier oben hervorrufen kann. Und wenn die positiv ist, dass wir tatsächlich jetzt über den gleitenden Durchschnitt der 200 Tage drüber laufen und es auch schaffen, uns dort oben zu stabilisieren, das wäre natürlich sehr, sehr positiv. Und auch hier müssen wir wissen, wir sind in einem Abwärtstrend drinnen übergeordnet. Dafür gibt es viele Belege, ne? Auch im größeren Bild, hier fallende Hochs, unten fallende Tiefs und auch hier im kleineren Abwärtstrend ist ganz klar da. Wir sehen jetzt die Erholung. Das Heftige an diesem Bild ist halt, dass wir jetzt an dieser Stelle über die 16.089 Punkte-Marke drüber gehen müssten, um diesen Abwärtstrend zu brechen. Ja, also ich vermute mal nicht, dass das einfach so passieren wird. Da bekommen wir dann eher nochmal eine Gegenbewegung und dann die Bildung eines Aufwärtstrends auf Tagesbasis. Aber das ist eine andere Story. Allerdings Luft für diese Bewegung hier haben wir bis 15.700 in die 20er rein. Und das ist das, was wir auch sehr, sehr schön sehen hier mit Blick in die Stunde auch rein. Ne? Und das sehen wir es ne, hier oben drinnen. Der Bereich, ich sag mal, ich ziehe mal dieses Rechteck ein bisschen dicker hier. Der Bereich zwischen, naja, man muss jetzt wirklich sagen, der Widerstandsbereich hier unten aus den Verkäufen fängt an bei 15.600, um die 50-Punkte-Marke in diesem Bereich. Aber das wichtigere Level ist eher das hier oben. Moment, ich mache die Farbe mal ein bisschen heller, dann kann man es ein bisschen besser erkennen. Weil wir dort oben dran hier die Verkäufe liegen haben. Ne? Wir sind hier unten drunter gerutscht. Hier ist der Aufwärtstrend, diese kleine Sequenz nach oben hin rausgenommen worden. Dann der Versuch der Rückeroberin, der ist gefehlt. Zweiter Versuch ist ebenfalls fehlgeschlagen und dann ging es deutlich nach unten. Und das ist jetzt tatsächlich hier der Bereich 15.700, gut 25 bis 30 rein. Bitte nicht dort auf den letzten Punkt festnageln, sind eh immer nur Bereiche, wo wir sehen werden, was passiert dort. Fliegt der Markt dort oben drüber? Das heißt, gibt es dort tatsächlich nichts? Dann natürlich ganz klar Orientierung weiter oben an den Swing Highs und das nächste Zwischenhoch, was wir dort dann haben, das haben wir hier oben liegen bei gut 15.900 um die 20 Punkte und das nächste Level ist dort auch nicht weit weg, hier oben 15.960. Das ist auch hier wieder ein Drehbereich, also durchaus Potenzial zur Oberseite hin. Nächster Anlaufpunkt, wie schon gesagt, hier das Widerstandslevel im deutschen Leitindex. Und da muss ich noch mal ganz kurz auf eine Information oder beziehungsweise auf eine Rückmeldung. Also echt danke, dass ihr so gut mitmacht.
Hier haben wir die Frage, wie verrückt ist das denn? Schlechte Wirtschaftsdaten gut für den Markt, weil die Fed dann wieder den Markt mit Geld flutet. Nein, so schlimm ist es nicht, aber es ist einfach cool zu sehen. Passt auf, wenn ihr sowas mitbekommt und Matthias, es ist ja richtig geschildert worden, es ist verrückt. Die Zinsen sind niedriger, vielleicht gibt es auch eine neue Geldflut, das muss man alles mal abwarten, aber ihr seid ja aktive Traderinnen und Trader, macht da einfach was draus, ja, wenn ihr wirklich merkt, der Markt reagiert gut, positiv, mit steigenden Kursen auf gewisse Nachrichten, dann sind das Nachrichten, die die Preise machen, ja, also, das können wir gut zum kurzfristigen Trade nutzen. Das heißt, ich habe mir abgewöhnt, solche Nachrichten zu werten. Ich nehme die einfach hin. Ja, auch wenn das verrückt ist. Na klar ist das verrückt. Wir kriegen eine schlechte Nachricht und der Markt steigt. Das ist doch, die Nachricht sagt, es müsste eigentlich fallen und trotzdem steigt der Markt. Das ist einfach crazy. Aber das ist die Zeit, die wir momentan haben. Und wer aktiv tradet, schaut einfach, was der Markt draus macht. Und das können wir natürlich sehr, sehr schön nutzen, um so etwas sozusagen auf die Agenda zu bringen. Wir haben halt auch ein bisschen Luft, bis die nächste FED-Sitzung ist. Ne? Die ist ja erst im März, im Februar haben wir keine. Und wenn wir da eine schöne Erholung sehen, why not? Und wenn wir wissen, wie wir das einordnen können, dann haben wir jetzt aber halt auch die Erholung. Und wenn wir dann zum FED-Event weit genug gestiegen sind und die FED enttäuscht den Markt doch, dann bekommen wir nämlich genau das, was man erwartet, nämlich dann den Rücksetzer zur Unterseite rein. Und dann können wir wieder Short traden. Also das ist das Ping-Pong-Spiel hin und her. Und das sind sozusagen die guten Voraussetzungen, dass wir unsere Handelssetups machen können. Aber ich bin da ganz klar dabei, das Marktumfeld hat sich nicht wirklich verändert. Deswegen müssen wir hier etwas bremsen. So, jetzt geht es zu den Währungen. Euro, US-Dollar hatte ich angekündigt. Gehen wir auch direkt rein. Hier an dieser Stelle mal kurz zunächst der Blick in den Wochenchart. Und zwar, der Wochenchart ist weiterhin abwärts gerichtet, ganz klar, sehen wir hier ziemlich deutlich. Wenn ich den kleineren Zeitrahmen mal reinmache, haben wir hier an dieser Stelle schön den Abwärtstrend am Laufen. Was wir hier sehen, ist auch das letzte Zwischenhoch auf Wochenbasis. Das haben wir liegen bei 1,1483, ist der Peak hier oben rein, wo es dann die Umkehrformation gab. Über das Short-Signal im Euro-US-Dollar haben wir hier ja mittlerweile auch gesprochen. Und der Markt hat hier auch abgeliefert. Short-Signal ist gekommen und Thema Trendfortsetzung ist bei sowas ja immer wahrscheinlich. Ja, das heißt, der größere Zielbereich unten bei 1,1186, der ist abgefrühstückt worden. Warum schaue ich auf das große Bild? Weil wir im großen Bild nach unten reingelaufen sind. Wir sind unter wichtige Unterstützungsbereiche drunter gefallen. Wir haben unten die 1,1165 rausgenommen und haben das Vorwochentief bei 1,1121 geschrieben. Und das ist mal das Thema Fortsetzung. Aber, und das ist jetzt das Aber und die interessante Story, die wir hier haben. Die FED geht weit voraus. Die EZB sagt, die USA ist deutlich weiter in der wirtschaftlichen Entwicklung als wir. Wir haben noch gar nicht den Druck, den die FED hat, dass wir die Zinsen so schnell erhöhen müssen. Ja? Aber irgendwann muss sich natürlich auch die EZB erklären, wie man mit der stark steigenden Inflation umgehen möchte und so weiter und so fort. Und an dieser Stelle muss man einfach eins wissen. Wir haben jetzt eine extreme Pace zur Unterseite reingesehen, weil die FED eine deutlich straffere Geldpolitik hat. Die Anleihekäufe sind vorbei. Man startet mit guter Wahrscheinlichkeit dieses Jahr die Reduzierung der Bilanzsumme und man erhöht auch noch den Leitzins und deutlich früher und wahrscheinlich mit einer deutlich größeren Pace, als das die EZB tun würde. Ja? Heißt also an dieser Stelle, dass da natürlich der Dollar deutlich stärker wird, weil alleine steigende Zinsen in den USA rufen natürlich Nachfrage nach den Staatsanleihen hervor und das bringt dann alleine dieser eine kleine Umstand, bringt dann natürlich eine Nachfrage auch nach dem US-Dollar, weil wer eine US-Anleihe kauft, muss natürlich auch US-Dollar besitzen und wer die noch nicht hat, muss sie tauschen. Das ist der Punkt und das ist halt immer wieder auch das gleiche Spiel. Starker Dollar bringt den Euro unter Druck. Wenn wir jetzt allerdings am Donnerstag eine EZB bekommen, die sich erklären muss, wie man mit der Zinssituation umgeht, beziehungsweise mit der Inflationssituation, und dort dann irgendwelche strafferen Maßnahmen angekündigt werden, dann senkt das so ein bisschen die Differenz zu den USA. Und das führt dann natürlich zu einer Gegenbewegung zu steigenden Kursen, weil der Euro dann wieder etwas schwerer wird.
Und das ist genau das, was wir jetzt sehen. Und das ist der Blick, die Einpreisung möglicher Reaktionen auf die EZB-Pressekonferenz am Donnerstag. Und da schlagen wir uns jetzt mal rein. Das heißt, wir gehen mal nicht in den Tageschart rein, weil da sehen wir genau das Gleiche wie im Wochenchart. Nein, wir gehen jetzt noch ein Stückchen nach unten und zwar gehen wir direkt in den 4-Stunden-Chart. Und da lege ich auch mal meine Zeichnung rein. Das heißt, wir machen jetzt mal sozusagen direkt die Planung aus dem, was jetzt vor uns liegen kann. Wo wir angekommen sind mittlerweile, und das ist schon mal ein gutes Zeichen, wir sind in die Rallye, die wir oben reingesehen haben, schon mal oben angekommen im Ausbruchsbereich des letzten Abverkaufs. Also Moment, wir brauchen den kleineren Zeitrahmen, da ist er. Schaut mal, das ist die Rallye gewesen von unten nach oben und der starke Abverkauf von oben nach unten. Ist Geschichte, müssen wir nicht drüber reden. Jetzt auch hier, das ist jetzt ein Bereich, der für uns wichtig ist. Die Frage, die jetzt hier kommt, dieser Bereich um die 1,1265 rum ist wieder ein größerer Schwungbereich. Dort liegt auch der letzte Abverkaufsbereich nach diesem Schub zur Unterseite rein, hier 1,1263. Wenn wir hier nicht auf weitere Verkauforders stoßen, dann haben wir gute Chancen, dass sich die Rallye zur Oberseite hin fortsetzt. Ja? Kann immer ein bisschen zappeln, das ist ganz klar. Aber die Ausdehnung der Korrektur, wir haben es ja gerade gesehen, die kann sich durchaus mit Blick auf den Wochenchart oben ausdehnen bis 1,1483. Das kann alles passieren. Ob das so kommt, habe ich so ein bisschen meine Zweifel, aber die Märkte sind verrückt genug, dass das auch durchaus passieren kann. Aber wichtig ist, wir brauchen ja auch ein paar Argumente, warum das passieren sollte. Und da kommen wir wiederum auf den Bereich zurück, in dem wir jetzt hier verortet sind. Dieser Widerstandsbereich, wenn wir hier jetzt keinen Verkaufsdruck reinbekommen, dann wächst natürlich in gewisser Weise auch der Druck, hier nachzuziehen, in diese Bewegung reinzugehen. Warum? Es spielt keine Rolle. Können Auflösungen von Short-Positionen sein oder einfach die Vorantreibung der Gesamtsituation auf die Long-Seite rein. Spielt keine Rolle. Wichtig ist, je höher der Markt läuft, je größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns diesen Absicherungslevels hier nähern. Bei 1,13,1, also bei 1,13,10, 1,13,35 und hier oben die 1,13,60. Das sind mal die nächsten Marker, die wir dort oben liegen haben hier. Ne? Diesen Lupfer hier nach oben natürlich, der ist auch noch da, der liegt bei 1,13,69. Wenn wir dort tatsächlich reinlaufen, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass auch dort weitere Kauforders liegen, weil die Short-Seller hier natürlich irgendwo ihre Positionen schließen und die Wahrscheinlichkeit, dass hier sozusagen Kauforders liegen, ist halt gegeben. Das bringt Druck in den Markt. Deswegen auf diese Level tatsächlich achten, um das Ganze hier nach oben reinzusehen. Das sind mal so die Potenziale, die wir oben raus haben. Das heißt, wer jetzt hier long geht oder vielleicht schon long ist und sich fragt, wer kauft nach mir? Wir haben hier ein paar Level, wo wir durchaus Kaufdruck in den Markt bekommen können. Das ist der Blick in den Euro und dann gehen wir hier an dieser Stelle mal noch in den Wunschmarkt. Einen haben wir heute drin und zwar ist das im Bereich der Kryptowährungen hier an dieser Stelle. Hier der Blick in Bitcoin. Gefragt war allerdings Ethereum. Drücke ich jetzt mal kurz Steuerung M und lege Ethereum rein. Das Ganze hier bekannterweise bei Tickmill zu traden im US-Dollar. Das heißt, Kürzel hier Ethereum US-Dollar. Und auch hier mit Blick auf den Tag mal ganz kurz gesehen, wir sind in einem Tagesbasis gesetzten Abwärtstrend am Laufen. Das heißt hier sowohl im großen als auch im kleineren Bilde, also der aktuelle Trend sozusagen, der ist jetzt abwärts gerichtet. Das haben wir hier da ganz klar auf alle Fälle. Und was wir auch gesehen haben, ist aus der letzten Analyse haben wir ja mal rausgesehen, die Korrektur, die wir hier drüben gehabt haben, also von unten von 2019 bis oben rein 3415, wenn sich der Trend fortsetzt, bis wohin geht denn das Potenzial? Und wir haben es gesehen, der Markt hat tatsächlich angefangen, sich in diesem Bereich hier zu trennen, aber wie schon gesagt, das ist Zufall. Ja? Je mehr Linien man in einem Chart einzeichnet, je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwann mal eine trifft. Ja? Sorry dafür, ist ein bisschen Sarkasmus, aber ist halt so. Egal, will ich jetzt nicht weiter zu mich äußern. Fakt ist aber eins,
Wir sind unten an einem interessanten Level zum Stehen gekommen. Und das ist immer so ein bisschen die Marktreaktion. Und wir sind hier mehr oder weniger in einem Gap-Bereich zum Stehen gekommen und jetzt erstmal schön nach oben reingelaufen. Aber auch hier der Markt unter seinem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Also auch hier an dieser Stelle den Rutsch unten runter. Mal definitiv, und das ist halt ein Zeichen für einen Bärenmarkt. Und mit Blick auf das Ethereum, wenn wir tatsächlich hier in die Trendfortsetzung reingehen, dann haben wir als nächstes unten die 1.700-Dollar-Marke auf der Agenda. Als nächstes. Und dieser Bereich ist ein schon mehrfach getesteter Kaufbereich. Und das müssen wir tatsächlich auch mit drinnen haben. Und das ist jetzt der Punkt. Und jetzt die Frage, wie kann es hier weitergehen? Also, ganz klar, ganz klassisch, Systematik, wir orientieren uns am Trend und wir wissen, eine Korrektur geht vom Tief des Trends natürlich los und kann sich ausdehnen, solange es als Korrektur bezeichnet werden soll, bis zum Hoch hier oben drauf, ne? Bis 3415. Das ist mal der Fakt, den wir da haben. Das heißt, wir orientieren uns jetzt für die weitere Besprechung mal an diesem Abgabeschub, den wir hier unten gehabt haben, und gehen mal ganz kurz in den 4-Stunden-Chart rein. Und da sehen wir, dass wir hier den 4-Stunden-Chart auch trendig haben. Also untergeordnet haben wir hier den Abwärtstrend am Laufen. Und eine Sache, die sehen wir hier, und das ist durchaus interessant zu sehen, dass wir hier jetzt in eine Aufwärtssequenz reingegangen sind und wir haben jetzt hier einen schönen Aufwärtstrend am Liegen, im Kleinen. Und dieser kleine Aufwärtstrend ist die Korrektur. Also hier, aufwärts, Korrektur, und jetzt sind wir in die Trendentstehung reingegangen. Und für uns im Kleinen jetzt wichtig ist es, die Marker zu suchen, wo wir mehr oder weniger mit Widerständen oder Kaufdruck rechnen können. Und da bekommen wir natürlich zunächst erstmal die Frage, was passiert hier an diesem Level, als wir den 4-Stunden-Trend nach unten in der Fortsetzung gesehen haben, also diesen größeren hier. Ne? Also nicht diese kleinen Bewegungs- und Korrekturarme, also hier, das ist ein Bewegungsarm, das ist ein Korrekturarm, sondern das größere Bild. Und da haben wir halt hier den Abwärtsarm gehabt, bis dort oben hin ist rein. Aber hier an dieser Stelle hat sich der Abwärtstrend nach unten hin fortgesetzt. Das heißt, mehr oder weniger das, was wir hier sehen, haben wir hier sozusagen die Korrektur gehabt, die Bewegung, die Korrektur. Und als wir hier unten drunter durchgerutscht sind, unter dieses Level, hat sich der Trend nach unten hin fortgesetzt. Und das Thema ist jetzt für die Korrektur halt wichtig. Gibt es hier schon Druck nach unten, dann wissen wir ganz klar, können wir uns direkt wieder auf die Short-Seite setzen, dann hat die Korrektur nicht wirklich mehr Bums. Kommt hier aber nichts rein, dann haben wir durchaus Chancen, noch ein Stückchen höher zu laufen. Und das nächste Level, was wir dort dann haben, aus Sicht der Korrekturhochs, wäre dann mal hier oben die 3.286. Das ist wirklich kurzfristig dann mal das nächste Ziel auf der Chart-Oberseite. Übrigens zum Thema Kryptowährungen. Ich habe auch ein Langfristinvestment im Bitcoin liegen, aber das ist wirklich ein Langfristinvestment. Also das ist kein klassisches Trade-Szenario, was ich dort habe. Wer jetzt hier über diese Stelle sozusagen suchen möchte, was denn gute Einstiege sind, schaut euch da gerne mal das große Bild an, wo wir reinlaufen. Ne? Und wenn ihr im großen Bild so etwas seht wie hier, wir hatten ja die letzte Chartanalyse und diese Linie hier unten, diese 2145, die liegt ja nicht ohne Grund hier mit drinnen, einfach aufgrund der Gap-Situation hier. Ne? Wenn ihr sowas seht und ihr seht an solchen Stellen eine starke Umkehr, dann ist das zunächst erstmal ein Kaufsignal auf Wochenbasis. Und das ist dann nicht selten die Chance, dass wir ein Stück weit höher in die korrektive Phase so eines starken Abwärtsschubs reinlaufen können. Ja? Wenn das tatsächlich gekauft ist, haben wir die Chancen. Wichtig ist, man muss wissen, man tradet dann in dem Moment gegen eine starke übergeordnete Abwärtsrichtung, aber das sind so die Korrekturchancen. Und wenn dann das Vorwochenhoch gekauft wird, also wer dann erst dort reingeht, das ist dann natürlich hier die Chance, die Bestätigung zu kaufen, und wenn das sich dynamisch ausdehnt, ein Stück weit nach oben mitzunehmen.
Also das war so ein bisschen der Umgang mit den Märkten, zumindest die Art und Weise, wie ich sowas anpacke, seit geraumer Zeit sozusagen. Und das ist der Blick für heute in die Märkte rein. Ich sage wie immer an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Danke auch für die Likes, die Fragen an dieser Stelle. Und ja, ich freue mich auf morgen. Wir sehen uns morgen früh wieder um 8:30 Uhr. Wer tradet, bitte den Plan machen, den Plan traden. Das sind die Voraussetzungen, dass man im Trading langfristig erfolgreich Geld verdient. Und das ist das, was ich auch so mag an dem Job, den ich hier mache. Es lohnt sich einfach, wenn man einen Plan hat und den einfach umsetzt. Es schlägt halt immer wieder in die richtige Richtung. Und ich hoffe, ich kann dem einen oder anderen an dieser Stelle auch halten. Also, wir sehen uns wieder morgen früh um 8:30 Uhr. Heute um 14 Uhr haben wir den Martin noch auf der Agenda. Der blickt, so wie ich gestern, so ein bisschen in die Futures rein. Ich vermute mal fast, auch der Martin wird heute Nachmittag den ES, den YM und den NQ auf der Agenda haben, möglicherweise noch den einen oder anderen Rohstoff. Also lohnt sich reinzuschauen. 14:30 Uhr, wie immer hier bei Tickmill. Ansonsten die Aufzeichnung auf den bekannten Kanälen schauen. Also, jetzt bin ich raus. Wir sehen uns morgen und tschüss und allen einen erfolgreichen Trading-Tag. Bye bye.